Hallo Leute, wie geht's und wie steht's? Ja, wenn ihr euch fragt, hä, was mache ich hier? Ja, ihr wisst ja noch, was Chris gesagt hat, wir sollten ja ein Kraut finden. Und ich habe nachgeschaut im Internet bei Google, meinem besten Freund, wo man das findet. Also, wenn man hier bei den östlichen großen Baum, wie er gesagt hat, ja, alles untersucht, man muss alles untersuchen, um diesen Tafel hier zu bekommen. Also, hier seht ihr die Punkte, wo man das alles machen kann. Merkt euch das. Und hier ist das Heilkraut, das müsst ihr später zu ihm bringen. Und wir sehen uns bei Rootroot. Da gibt es eine Spezialmission. Also bis gleich. Okay, wir sind jetzt bei Rootroot. Und ich zeige euch mal die Mission. Ich habe alles mal ausprobiert, schon alles. Okay, Objekte, Fleisch. Und ich weiß jetzt, wo ich hingehen muss nach diesen Sidequests. Wegen einem Zuschauer, der mir einen Tipp gegeben hat. Sein Name ist Cutty Sucks. Ja, er mir gesagt, wo ich hingehen soll. Und vielen, vielen Dank. Sonst, ich schwöre auf alles, ich wäre nicht weitergekommen ohne deine Hilfe. Vielen, vielen Dank. Danke, dass du meine Videos guckst und kommentierst. Nein, Kommentare hast du bisher noch nicht gegeben, aber ich wünschte, du gibst welche. Aber trotzdem, vielen, vielen Dank. Wegen dir komme ich jetzt weiter. Und jetzt sagt er was dazu. Ja. Rootroot hat dir heute eine Geschichte zu erzählen. Wirklich? Rootroot hatte einst einen zuverlässigen Hammer. Rootroot jagte mit ihm jeden Tag. Aber als er ihn eines Tages niederlegte, baute ein Vogel ein Nest darauf. So schnell? Rootroot wusste, dass er den Hammer auf keinen Fall bewegen konnte. Deshalb ließ er den Hammer für immer in den Wald. Er war schon eine Weile nicht mehr dort. Aber die Vögel sind vielleicht fort. Und gehe und sieh mal nach. Im tiefsten Südwesten des Waldes. Okay. Aber davor gehen wir noch zu Jim, seinem Sohn. Da gibt's auch noch eine Sidequest. Aber die ist ein bisschen besonders, weil... Ach, ich zeig dir euch gleich mal. Hier, wir bauen ein bisschen Mana dafür. Okay, gleich machen wir die Vogel-Sidequest noch von ihm. Noch von Jim vielleicht auch noch, wenn ich das eigentlich kapiere, was er will. Und dann geht's in den Turm. Untersuchen, Jim. Bombenhütte, Haschmau, Brot. Okay, ich gebe ihn mal zeigen. Objekte, Fleisch. So. Er mochte auch Brot, oder? Objekte, Brot. Hier. Und jetzt redest du mit uns? Ja, jetzt. Hey, du, ist die Menschenstadt wirklich so fantastisch? Ja, ich wusste es. Man würde ja da... Mann würde ich da gerne mal hin. Aber mein Vater lässt mich nicht. Ich habe eine Idee. Zeig mir etwas Tolles, das man in der Menschenstadt verkauft. Etwas, das Feuer aus seinem Rücken spuckt und rumfliegt. Ja, was meint er damit? Ich habe es rausgefunden. Das ist das hier. Zubehör. Schnell Seiten überspringen. Das dauert etwas zu lange. Oh. Ja, so geht's doch besser. Okay, wo ist das? Ich glaube, jetzt kommt das. Der angepasste Verstärker von Romanio, das ich ja für 5000 mystische Juwelen gekauft habe. Aber das ist unlogisch, weil ich habe mal das ausprobiert. Ich habe 5 Feuer, 1 Eisen, 6 Freier und 3 Weisen mal gemacht. Aber da sind insgesamt 16 Plätze und da in diesem Codescan-Teil, da sind insgesamt nur 12 Plätze. Also irgendwie verstehe ich nicht, warum das nicht funktioniert. Ich verstehe es nicht, weil... Warte, ich zeige es einfach mal. Warte, wo ist das denn? Hier einfach zum... Nicht die, die ist schon tot. Hier. 4, 4, 4, 12. Aber bei seinem sind ja seit 16 Teile. Aber das geht nicht, weil... Keine Ahnung. 16 geht einfach nicht. Also... Ich mache jetzt mal die Vogelzeit-Quest. Also wir sehen uns bei dem Ort da, wo man hingehen muss. Okay, wir sind gleich am Ort. Also wo der Fettsack ist, also wenn man reinkommt, muss man nach links gehen. Und da ist der Ort. Warte, ich muss ein bisschen weiter. Ja, jetzt kommt es. Ja. Und das sind die scheiß Bastardvögel. Riesige alle Monster. Oh scheiße, ich hasse die. So. Verdammt, jetzt kommt er mit seiner scheiß Bombe. Hab ich recht? Komm her, bleib stehen. Okay, tot. Du auch? Wie viele wollen noch kommen, Mann? Verdammt, okay.
kommst du runter. Schön, schön. Boah, fick dich, ich hasse Vögel. So. So, so, so. Hab ich jetzt endlich geschafft. Boah, wie viele Vögel wollen noch kommen? So. Boah, ich hasse Vögel. Die fliegen zu viel. Ich will auch fliegen. Ah, jetzt. Okay, komm. Komm, bleib auf dem Boden. Jetzt habe ich das geschafft, oder? Hä, ist noch einer da? Wo ist der? Achso, da bist du, du fetter. Du Arschloch. Jetzt habe ich das geschafft. Du hast alle Monster besiegt. Und da ist der Hammer für ihn, für Rotrud. Und was ist das für ein Hammer? Waldhammer. 5 Stück Wald, ein Stein, 3 Vögel. Okay, wir sehen uns bei Rotrud. Okay, ich bin bei Rotrud. Ich habe das den Hammer gemacht. Und ich muss zugeben, der Hammer ist echt, echt stark. Stärker als mein Muramasa. Der Waldhammer. Zeigen. Und jetzt bist du glücklich. Das ist Rotruds geliebter Hammer. Warum hast du ihn gebracht? Sind die Vögel fort? Nein. Die Vögel waren also Monster. Unglaublich. Danke, dass du ihn geschlagen hast. Rotrud geht jetzt viel besser. Rotrud braucht das nicht mehr. Was jetzt? Du kannst es haben. Verwende es gut. Okay. Und noch irgendwas? Ja, okay, okay. Wir sehen uns in der Stadt. Okay, wir sind in der Stadt, ja. Und ich zeige euch mal, was der Zuschauer Katisax ja zu mir gesagt hat. Also mir geschrieben hat und trotzdem ist noch hier ein Loch. Also davor gehen wir aber noch zu Kamui und die Blumen zu untersuchen zu lassen. Ich will mal wissen, was für Blumen das sind. Vielleicht kriege ich ja noch irgendwas von ihm. Gucken wir einfach mal. Zeigen. Nein. Blumenbedeutung. Okay, hier. Bonzi ihre, sie bedeutet Geduld. Okay, ja, habe ich noch eine? Ja, die habe ich noch. Engelsflüge, sie bedeutet Abenteuergeist. Okay, jetzt ein. Okay, habe ich noch eins? Nein, das habe ich nicht mehr. Warte, will er vielleicht reden mit mir? Warte, kann ich mit dir eigentlich eine Zeitquest machen? Waschmobrotkekse. Okay, das probiere ich mal aus. Zeigen. Objekte. Brot. So. Und nochmal zeigen. Nein. Zubehör. Kopf. So. Und nochmal so. Und das jetzt. Und die mochte auch Kekse, oder? Objekte. Kuchen. So. Warte, jetzt. Okay, es geht weiter. Mann, scheiß Husten. Okay. Kekse. Wie viele willst du noch haben? Okay, kommt wohl nichts. Ich gehe einfach mal raus. Okay, jetzt gehe ich mal zu dem Ort, wo ich hingehen muss, um den Turm zu erlangen. Zu gelangen, nicht erlangen. Warte, hatte vielleicht was zu kaufen. Kaufen. Na, immer noch so unfähig. Ja, Jujule. Halt die Fresse, du Spasti. Du würdest mich für einen Cent selbst verkaufen, Mann. Verpiss dich. Obwohl du mein Freund bist, wie du sagst. Okay, ich zeige euch mal den Weg. Ich habe den Marker habe ich total vergessen, den es da noch gibt. Okay. Ihr wisst doch bestimmt diesen Gang da, wo der Soldat gesagt hat, hier dürft ihr nur nicht durch. Also nicht im Keller, den anderen Gang. Ich zeige euch mal den Gang hier. Das ist der Weg zum Turm. Okay.
Okay, hier weiter, weiter. Und jetzt nach. Achso, da oben ist die, okay. Hier durch. Und da oben war hier ein Soldat, der uns nicht durchlassen wollte, aber jetzt können wir da durch. Jetzt kommt das. Und da liegt ein Juwel. Ich hab schon alles untersucht. Juwel, okay, was kann das, dieses Juwel? Öffnet Türen, ein Mysterium wie das Regenbogenfarben. Okay. Okay. Gibt's noch irgendwas hier? Nein, okay. Ich untersuche mal. Warte, lass mich. Warte, kann ich nicht da hoch? Okay, geht wohl nicht. Dann gehe ich einmal durch das Portal und komme zum Turm. Okay, großer Speer von Master Ma. Weg zu. Okay. Okay, das sieht schon alles geil aus. Besiege alle Gegner. Okay, was? Was bist du für einer denn? Was ist das denn? Du Scheiße, okay, so. Aber jetzt, okay. Weg damit. Was? Automation? Okay. Pick dich ins Knie. So, so. Ich brauche eine Karte. Okay, komm, jetzt du auch noch. Komm. Hab ich jetzt gehört? Warte. Okay, es geht weiter. Boah, mein kleiner Bruder, der lernt nie aus sein. Boah, da regt mich jetzt auf. Okay, weg. Oh, fick dich doch. Okay, jetzt nach unten. So, so. Okay, wie viele wollen noch kommen? Da oben. Ach, verarsch mich doch gleich hier. Mann, oh Mann, oh Mann. Aber das ist ein geiler Dungeon, den mag ich jetzt. Wie geschafft. Und ich kriege nicht Gold. Das weiß ich jetzt schon. Doch, ich krieg Gold. Ich kriege so doll Gold. Okay. Ich gehe einfach mal weiter nach oben. Was? Kann ich nicht? Okay, dann gehe ich nach hier. Betätige eine Schalter. Verdammt! Ach so, dieses Scheiße. Okay. Habe ich das jetzt noch nicht geschafft oder was? Hä? Okay, aber was jetzt? Okay. Geschafft. Nein. Oh nein. Nicht so eine Scheiße. Ach, fick dich doch ins Knie. Okay, so. So. Geschafft, okay. Ich krieg Gold? Ja, ich krieg Gold. Super. Geschafft. Geschafft. Was? Ich krieg keine Gold? Boah, wer ist gerade reingekommen? Wartet mal kurz. Okay, es geht weiter. Mein Bruder ist reingekommen. Aber egal, es geht weiter. Und ich muss sowieso gleich die Folge beenden. Okay, ich habe irgendwie Angst, da hochzugehen. Dann irgendwas besch... Ah, wir besiegen alle Gegner. Okay. Ah, warte. Warte mal. Warte hier mal. So. Schaffe ich noch das in diesem Video? Verdammt. Okay. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.